Hallo Aktienfreunde, jetzt im Dividendencheck Coca-Cola. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt, und am Ende des Videos analysiere ich dann, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch mehr Infos. Also, die Firma kommt aus den USA und ist in der Getränkebranche tätig. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 3% und die Dividende wurde inzwischen seit 62 Jahren in Folge gesteigert. So, bevor es losgeht, noch der Hinweis: Dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium: Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Gewinn der Aktie? Also, hier im aktuellen Wert von ca. 69% und das liegt in einem guten Bereich, würde ich sagen. Deshalb vergebe ich hier einen halben Punkt. Das zweite Kriterium: Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow der Aktie? Also, hier im aktuellen einen Wert von ca. 81% und das ist eher mäßig, würde ich sagen. Deshalb vergebe ich hier keinen Punkt. Das dritte Kriterium: Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie, und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren unterm Strich angestiegen, und zwar von 1,22 auf 1,84 US-Dollar je Aktie. Und in diesem Zeitraum gab es auch keine einzige Dividendenkürzung, deshalb vergebe ich hier einen ganzen Punkt. Das vierte Kriterium: Hat die Firma in der letzten großen Crashphase regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also, kurz vor der Finanzkrise bis kurz danach ist die Dividende unterm Strich angestiegen, und zwar von 0,68 auf 0,88 US-Dollar je Aktie. Und auch in diesem Zeitraum gab es keine einzige Kürzung der Dividende, und daher gibt es hier von mir auch einen ganzen Punkt. Das fünfte Kriterium: Wie stark war das Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren? Und hier ist die Dividende im Durchschnitt pro Jahr um ca. 3,7% angestiegen, und das liegt noch in einem guten Bereich meiner Meinung nach, daher vergebe ich hier einen halben Punkt. Das sechste Kriterium: Wie soll sich die Dividende laut aktueller Prognosen entwickeln? Also, laut den aktuellen Schätzungen der Analysten soll die Dividende weiter ansteigen, und zwar von 1,84 auf 1,94 US-Dollar je Aktie, so zumindest die aktuellen Prognosen der Analysten. Und hier gibt es für mich einen vollen Punkt. Das letzte Kriterium: Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im folgenden Geschäftsjahr? Also, laut den aktuellen Analystenschätzungen soll der Gewinn je Aktie ansteigen, und zwar von 2,47 auf 2,79 US-Dollar je Aktie, so zumindest die aktuellen Prognosen der Analysten für das Gesamtjahr 2024, und hier vergebe ich einen vollen Punkt. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis, und hier holt Coca-Cola in meinem Dividendencheck insgesamt unterm Strich 5 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten, und in meiner Dividendencheck-Ampel landet die Aktie damit auf der besten Stufe noch. So, dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in 2024 bei meinem Dividendencheck, und hier landet Coca-Cola momentan mit den 5 erreichten Punkten hier auf dem 5. Platz. Also, hier werdet ihr die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und auf die Seite, wo ihr es seht, kommt ihr übrigens, wenn ihr direkt auf den Link unterhalb des Videos klickt. So, dann zum Schluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder. Und wenn ihr euch übrigens dieses nützliche Aktienanalyse-Tool mal näher anschauen wollt, dann findet ihr dazu auch einen Link unter dem Video. Jetzt in der Grafik zum fairen Wert. Hier im Aktienfinder seht ihr zum einen mal den Kursverlauf der Coca-Cola-Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und das ist der 23. Mai 2024 vor US-Börsenöffnung. Und dann haben wir noch hier die gestrichene Linie. Das ist der Verlauf des fairen Werts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und jetzt können wir erkennen, dass aktuell der Kurs momentan ziemlich genau mit der gestrichelten Linie übereinstimmt. Also scheint die Aktie momentan zumindest ziemlich genau fair bewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So. Das war es dann auch wieder mal mit diesem Video. Und zum Schluss der Hinweis: Mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.